Kommt darauf an, zum einen den Bürgern zuzuhören, natürlich die Probleme zu verstehen und dann auch umzusetzen. Am 1. September ist Landtagswahl und dafür stehen wir und wollen natürlich für die CDU die Landtagswahl gewinnen. Jetzt geht es vor allem rauszugehen, mit den Menschen zu sprechen. Die Stimmung ist gut bei der CDU Sachsen. Aber jetzt nochmal die, die noch nicht entschieden sind, zu überzeugen, ihre Stimme der CDU und vor allem Michael Kretschmer zu geben. Ich habe ihn ja jetzt in den letzten Wochen erlebt, wie er auf die Menschen zugeht. Er ist unheimlich beliebt in Sachsen. Er ist jemand, der zuhört, aber der auch anpackt. Insofern jetzt nochmal alles geben in der letzten Woche.